Servus, liebe Freunde der Sonne, und willkommen zurück zu Schlacht im Mittelalter 2. Genau. Im verlassenen Lande diesmal mal wieder. 2 gegen 3 brutal. Ja, schauen wir mal. Ist lustig, man könnte die zu dritt spielen, aber irgendwie spielen wir sie in der Regel immer zu zweit. Was? Verlassene Lande? Ja. Ja, man könnte natürlich auch zu dritt machen. Wobei meistens die Hilfe von da hinten nicht sonderlich hilfreich ist. Sie ist entweder auf der falschen Seite immer, oder gar nicht erst da. Ja. Wobei die Computer da ja auch irgendwie clever sind. Ja, ich weiß nicht. Sind sie das? Eigentlich müssen wir ja mal tauschen. Wie tauschen? Dass ich oben bin und du unten. Warum das denn? Ja, weil sie ja bei dir immer ankommen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass du oben bist, weil da ja das Ding ist. Ach, der da. Ja, aber dann müsst ihr nicht immer hier reinlaufen, sondern müsst ihr hier rumlaufen. Das Gemeine ist nur, er weiß auch halt immer gleich, wo das ist. Ja, das ist sowieso unfair. Aber das kannst du vergessen, dass eine KI nicht schummelt bei einem Spiel. Schummeln immer. Ach so. Ja, ist so. Nimm mir ein Spiel, wo die KI nicht schummelt. Ja gut, vielleicht bei Siedler 3, da schummeln sie eigentlich nicht. Sicher? Ich wüsste zumindest nicht. Da schummeln sie, glaube ich, wirklich nicht. Ich glaube, ich würde mal ein bisschen eine andere Taktik verwenden. Warum? Warum? Mir ist so. Ich baue jetzt einen Walkvorposten hier hin. Na, das ist bestimmt immer nicht schlecht. Aber es ist halt teuer. Es ist halt echt teuer am Anfang. 400. Ich dachte 500. Nein, nein, nein. So ein Walkvorposten. Keine Walkgrube, sondern Walkvorposten. Ja, ich dachte, der kostet 500. Nee, 400. Die Walkgrube kostet 500. Das weiß ich nicht. Ja, das war mir klar. Deine Mutter. Jetzt dauert es wieder sehr ewig, bis ich Rohstoffe bekomme. Wie du das teure Ding baust. Das finde ich scheiße. Muss ich unbedingt diese eine Schmelzofen aus der Reihe tanzen und 24 geben? Muss das sein? Dann fehlt eins. Ein einziges fehlt. Ja, für 300 zum Beispiel. Dann ja. Jetzt kriegt der Gegner was in Wetten nie. Der macht das immer so perfekt hin, dass... Tja, der ist halt cleverer als du. Geiler. Schneller. Besser. Kommt er vielleicht doch bei dir? Bis jetzt nicht. Bis jetzt kommt noch gar nichts bei mir. Wir haben Mordor mal wieder. Kommt er doch bei dir. Aber die kriegst du relativ schnell weg eigentlich. Ja, ja gut, die sind nicht sonderlich stabil, das stimmt. Eben, aber dafür sind es viele. Ja, auch nicht mehr als die Bogenschützen, als die Armbrustschützen. Doch, das sind mehr. Schau es dir an, das sind mehr. Ich zähl mal, du hast dreimal, fünf und der 15. Hat... Der hat viermal weiß fünf, ich oder? Nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Das müsste viermal so ein Mongo, was macht denn der? Aber er hat's noch gekriegt. Das heißt, der kriegt da jetzt... Jawohl, ist das Rohstoff oder Produktion? Das ist Rohstoff. Ja, scheiße, weil die kriegen 60. Das ist echt krass, wie viele die da kriegen. Ja, darum nehme ich das jetzt auch wieder zurück ein. Jo. Aber währenddessen hat er schon wieder 180 locker gekriegt. Ich weiß. Du Schwarz. Du Pimmel. Wir haben viel zu tun. Baut! Mal schauen, wie das diesmal läuft, wenn ich meinen Farkvorposten hier aufgestellt habe. Das würde mich jetzt gerne mal interessieren. Weil jetzt kann er da keinen der beiden Schmelzöfen angreifen. Ja, aber das ist wahrscheinlich dann ziemlich schnell hin. Der Farkvorposten. Nein, nicht mal. Nicht mal so. Aber wo ist er denn? Ach, da oben. Ja, gut. Stimmt eigentlich. Das habe ich gemacht, dass ihm mein Schmelzofen geschützt ist. Ja, der eine. Der andere ist ja auch nicht geschützt. Ja doch, da ist ja meine... Da kann ich ja mit meinen Einheiten hin. Eventuell. Da habe ich meine Urugrube. Ach, der kommt bei dir. Ja. Ganz easy. Wie kommt es sein, dass du schon die Gruppen hast immer? Keine Ahnung. Die Bogenschützen gehen irgendwie ziemlich schnell, finde ich. Die Menschenbogenschützen gehen sau schnell. So wie Zwergen Ex-Ach-Schleuderer. Ey, okay, da kommen drei Stück zu dir. Ja, komm, die drei Stück. Die kriegst du schon. Bevor ich den jetzt hier eingeholt habe. Ja. Aber es könnte auch sein, dass der, dieser Grabunhold die kaputt macht. Das Problem ist nur, der ist relativ langsam. Ja, aber einen könnte er durchaus kriegen. Stehen die Chancen gar nicht schlecht. Jetzt habe ich 5 Einheiten. Bist du jetzt deprimiert? Nein. Schade. Okay, der ist vorbeigekommen. Hier gibt es immer Arbeit. Ja, und sofort weg. Süß.
Oh, der Ring. Let Deswegen it war er so schwach. Let it ring, let it ring, let it ring. Ja. Let it swinger. Ich krieg langsam Hunger. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Nein, was macht ihr denn? Laufen sie wieder mitten durch die gegnerischen Truppen durch. Das ist lustig. Ja, guck Nein, mal, ich laufe dich halt durch. Das ist nicht lustig. Ach, der da unten hat den Ring. Ja. Der Isengardler. Deswegen kam der bei mir noch gar nicht an. Oh, wow, 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 jetzt brauche ich Hilfe, glaube ich. Echt? Ja. Du, schau an, was du, mit was der kommt. Ja, ich schick dir mal 4 Gruppen. Ich schick dir alles. Alter! Das klingt... Alter! Ja, schau dir das an. Das ist gemein. Je weiter ich mich aufbaue, umso mehr kommt der dann immer. Das finde ich so unfair. Bin unterwegs. Du sagst, wenn ich was reparieren soll, gell? Ja, dann entwickle ich das. Ja, weiß man nicht. Oder vielleicht soll ich Verstärken entwickeln? Na, ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, nö, weiß auch nicht. Kann man nicht entscheiden? Ja, nö. Ich brauche auf jeden Fall Hilfe, das ist eine klare Sache. Ich bin jetzt da. Meinen Fahrtvorposten vielleicht reparieren. Warte. Dauert kurz. Stell den unteren. Ja, ich bin dabei. Schnell! Ja! Oh. Relativ ist auch noch oh, jetzt rennen sie wieder direkt vor sie hin, Mann. Wenn die mal anfangen zu schießen, habe ich schon eine Gruppe verloren. Das kenne ich. Lich mich mal am Hintern. Wie ich wieder nicht vorankomme. Da ist noch links einer. Ja. Ach, es geht dann noch. Oder? Geht er noch? Stimmt, ist ja bloß oben ein bisschen was drin. Ja, ist ja wieder gut. Ist doch wahr. Er reißt nie alles nieder, aber echt. Der Witz ist, es juckt ihn überhaupt nicht, was der da macht. Ich geh mal ein bisschen weiter zurück da oben. Du musst Einheiten. Schick doch noch deine weiteren Einheiten. Ja, tu ich ja schon. Wir sind ja unterwegs. Oh, dieser Drecksgrabunhold, weißt du, da laufen sie auch noch außen rum. Mich auf. Boah. Oi, da wieder bei dir ankommt, ey. Jetzt kommt er bei mir unten auch noch an, aber das ist noch nicht schlimm. Soll ich heilen oder verstärken? Entwickeln. Wenn dann verstärken, weiß die Truppe meine Urukai davon. Warte, nee, halt, das mache ich schnell. So. Jetzt würde ich heilen machen. Moment. Wo? Brauchst du Heilung? Ja, da bei deinen Ja, toll, jetzt habe ich verstärken entwickelt. Na, ist wurscht. Dann verstärkt die Gruppe hier. Die alle hier. Ja, warte, ich gehe zu dir mit rein. Jetzt ist ja gar nicht mehr da. Ja, gut, dann warte ich. Na, nur, was ist jetzt los? Das ist ja scheiße. Was ich immer wieder lustig finde, ist ja, wenn eine Gruppe so einen Spannerträger dazu bekommt, schaut der Spannerträger, ja. Nee, so einen Bannerträger dazu bekommt, da finde ich, schaut es immer so aus, als ob das gleich viel, viel mehr sind als eigentlich einer. Bums! Alle Verstärkte. Na. Jetzt baut er eine Mauer hier. Jetzt verarschen. Nee. Oh, da ist Goffmok. Echt? Ja, da war Goffmok. Und dann geht's schon. Rat mal, was er eingenommen hat. Weiß nicht. Jetzt pass auf. Nee. Guck mal aus seinen Einheiten vorne. Hier. Ja, ich seh's. Das sind meine Bogenschützen. Das ist so eine geile Fähigkeit. Ja, guck sie alle weg. Auf Level 2, gell? Mhm. Ab Level 2 können sie das. Und ich kann das mit meinen Truppen unten auch noch, wenn sie dann auf Level 2 sind. Egal wo sie sind, ich kann das machen. So, jetzt mach ich mal. Oh, ich hab zum Glück Lanzenträger.
Jetzt geht's. Jetzt ist nicht schlecht. Stimmt. Menschen sind gute Support-Einheiten, ja. Unterstützung. Rohstoffe holen. So. Das meine ich noch Lutz, genau. Lutz muss jetzt rein. Lutz muss her. Ich dachte, wir sind fertig. Da können wir nichts bauen. Das ist kein. Ach, das sind schon wieder die scheiß Schwarzwald-Orks. Hilf mir mal. Moment. Hilft dir. Ist ja auch sogar, ich lasse mir nur von Saruman befehlen. Ja. Bin ich Saruman? Nein. Machst du, was ich sage? Ja. Fell. Versagt. So, hier brauchst du mir jetzt da einen scheiß Brunnen hin. Haha, schon wieder. Das Geile war, meine Uro-Glanzenträger haben bisher 3 Waggruppen vernichtet, weil sie immer perfekt standen. Nice. Und wie viel kam bisher an Wagleuten? 3 Stück. Was hast du da selbst? Alle 3 verkackt von ihm. End nice. Das hast du eigentlich fast nie, dass sie das so gut machen. Nee, eigentlich nie. Du haben recht. Hast recht. Jetzt geht's wieder, finde ich. Bei dir geht's auch, oder? Ja, ja, bei mir unten geht's super. Ich glaube, das ist dieser berühmte Knackpunkt, den man schaffen muss und dann geht's. Ich find's gemein, dass man selber die Gräber nicht angreifen kann vom Gegner. Das finde ich scheiße. Weißt du, diese Vögel? Die gehen nur automatisch. Hey, schon wieder Pferde! Die dritte Gruppe Pferd und einen Troll habe ich bisher erwischt damit. Nice. Jetzt aber sind sie weg. Das heißt, bleib mal kurz stehen, du Arsch. Fessel ihn mal, dass er an einer Stelle stehen bleiben muss. Wen? Den Gegner. Ach, der hat ja Goffmok. Jetzt. Ratatatatat. Komm. Und er rennt mit dem Bogenschützen noch rein. Putz. Aufzeit weg. So fesseln. Ich dachte, du meinst wegen Goffmok. Achso, ja, das auch. Bei den habe ich mich gerade gekrüppelschusst. Ja, ich sehe es, und jetzt ist es gleich weg. Oh. Drecksau. Was fällt denn dir ein, ey? Ja, toll. Meine rennt dann natürlich wieder nieder. Ich habe keinen Lanzenträger mehr. Ich habe jetzt erst wieder einen Lanzenträger. Genau. Das glaube ich dir. Rumzick. So, das da und dann. Ja, ich habe hier nichts mehr. Ich brauche wieder Einheiten. Ja. Wenn du alles hier kaputt machen lässt. Aber ich höre nicht recht. Ja, ist das so? Klein jetzt wieder. Kann ich denn irgendwas machen? Gut. Ah ja, ich kann da. Da. Halt einer. Da noch einer. Halt, kommt da ein scheiß Katapulten an, ey. Geht ja. Ah, keine Ramme! Das ist dein Held, oder? Ja, ja. Wie scheiße ist denn der Gegner eigentlich, dass er jetzt wieder ganz weit hinten ist? Das verstehe ich nicht. Na, wir haben einfach gute Einheiten. Naja. Ja, haben wir. Willst du jetzt etwa widersprechen, ha? Isengard, Ey, warte, mach die Ramme. Nee, mach ich schon. Zum Glück habe ich gerade was. Jetzt geh halt zurück. Du Sau, ey. Sternlicht. Verbessern auch noch. Weil ich halt so geil bin. Das finde ich immer so frech. Kennst du das? Schlangenzunge, von Schlangenzunge. Ja, ich kann mich tarnen, ja. Ich tarne mich jetzt.
will weglaufen, aber trotzdem greifen mich die Gegner weiter an, weil ich zu blöd zum Tarnen bin. Du oder er? Er tarnt sich, aber in Wirklichkeit wird die ganze Zeit angegriffen. Achso, ja, dann schummelt der Gegner halt. Das ist aber eine schicke Schlacht bis jetzt. Ja, bis jetzt ist nicht schlecht. Bis jetzt ist nett. Ganz, ganz nett. Haha, ich habe ja. Stimmt ja, ich habe ja. Fällt mir ein, ich habe ja. Plünderung vom Sammler. Lords. Tolle Brunnen, gell? Ja, der bringt. Ich glaube, der hat schon einiges gebracht. Also, ich krieg unheimlich viele Ringpunkte, du auch. So, das kriegst du jetzt ab, du Wichser. Oho, schau mal! Lutz! Schnell weg! Fast verreckt. Und weißt du, Berserk hat ihn verfolgt oder sowas. Oh, böse Sache. Er hat deinen Brunnen kaputt gemacht. Ich weiß zwar nicht wie, aber er hat ihn kaputt gemacht. Hat jetzt meinen Brunnen kaputt gemacht. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Überlasst den da mir. Sie greifen einen Schwertschuss an. Alter, ist das ein nerviges Arschloch. Den oberen Brunnen oder den unteren? Ne, den unteren. Unteren. So leicht werden sie mich nicht los. Einige Ohren schwer. Ja. Trotzdem. Man kann es auch übertreiben, der kommt ja die ganze Zeit mit. Aber wie halt andauernd auch mein Gebäude hat, das verstehe ich nicht. Hä? Hey, wie macht dann das? Ja, er kriegt das die ganze Zeit. Wie datten? Wie macht dann das? So, jetzt kommt der Gebietsschaden vom. Oh, mein Held steigt irgendwie kaum auf, ey. Leck mich am Arsch, immer noch Level 4. Mit einem Schlag 2, 4, 5, 6, 9 Einheiten gekillt. Mit Lutz. Hier unten ist irgendwie gerade ein bisschen eine Materialschlacht. Geht's bei dir zurück, noch? Ihr Wichser? Ja, ja, bei mir geht's gut. Ah, oben muss was hin. Moment. So, das haben wir gleich. Hä, ist es deine? Ja, natürlich. Hui, Glück gehabt. Wir haben ja keine guten Gegner. Wortwörtlich. Es ist schon spät. Ich kenne einen neuen. Boah, hier unten ist eine Endlosschlacht, ey. Nein, Moment, ich kann gerade noch nicht gucken. Wir haben viel zu tun. Das ist echt eine Endlosschlacht. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, aber ist so gerade gar nichts mehr. Ja, aber es wird permanent hier gekämpft und weggemacht. Ach so. Wie sie halt eiskalt die ganze Zeit immer nur einen angreifen von den Urukaien, ist es gleich. Jetzt mein Schmelz aufgekoppelt. Geil. Toll gemacht. Das finde ich wieder mega lustig. Mega lustig. Wie meine Einheiten wieder zu inkompetent sind, da auch noch irgendwas geschissen zu kriegen. Ihr seid peinlich. Ihr seid auch noch Level 2. Jetzt geht's mal wieder hoch, ey. Zum Glück ist der Baumeister nicht auch noch betroffen von dem Licht. Ja, das wäre nervig. Dann bricht er plötzlich das Bauen ab. Bricht alles zusammen, weißt du, weil er ja, genau, weil so einen Stützbalken hin hätte bauen müssen, aber jetzt kann es gerade nicht. Um alles Kettenreaktion, Festung, Atompilz und so weiter. Ne? Also, ja gut, muss zugeben, das von Schlangenzungen, das Verschwächen, wenn die Gegner auf einem Haufen sind, das bringt viel. Nee. Nice, voll viele aufgewertet wieder. Boah, geht ihr mir auf den Senkel, hey. Mir auch.
Ich habe 29 Ringpunkte. Ich kann gleich auch noch Erdbeben entwickeln. Das heißt, beide 25er Fähigkeiten. So, nochmal verstärken. Eine bessere. Vor allem, ich glaube, ich krieg dann. Oh, ist ja ein gegnerischer Held. Nee, gell? Schade. Ich könnte nämlich konvertieren. Konvertalisieren kann ich. So, die Mauer da unten lasse ich bei ihm. Warum? Weil dann kann ich hier unten, da kann er schlechter zu mir herkommen. Achso. So, jetzt mache ich einfach mal so Spaß. Halt, ich kann konvertalisieren. Lass den Saruman! Lass den Saruman! Ich schick ihn weg. Meiner. Jetzt hat er gerade schon seinen scheiß Stoß gemacht. Ist voll unfair. Drecksau! So, ich heile. Ich heile mal schnell, dann hältst du länger. Ich habe den konvertierten Saruman geheilt. Ist nur blöd, wenn er ihn gleich wieder hat, dann ist er noch nicht geheilt. Ja, er steht mittendrin. Da, glaube ich, zerreißt's nix. Ja, das kann dauern. Ich ist so geil, ich bin Isengard und hab Saruman konvertiert. Moment. Jetzt hast du zwei Sarumans, oder? Ja, ich hab. Oh, cool, ich hab zwei Sarumans, ja. Zwei Saruman Abdullah, ey. Zwei Saruman Abdullahs. Der eine ist jetzt gestorben, zum Glück nicht meiner. Moment, welcher war das jetzt? Scheiße. Saurons Mund. Ich kenne einen neuen Weg. Mein Held vernichtet diese Brut. Tja, dann soll man es halt kaputt machen, ne? Ja, dann, So, ich hab die drei Dinger kaputt gemacht. Nein, geht's zurück. Ich bin's ja. Ich komme nicht hinterher mit dem, was ich machen will die ganze Zeit, weil seit 2 Minuten wollte ich eigentlich schon längst das Gebäude da oben einnehmen. Bin ich dazu gekommen. Boah, ist schon eine gute Verstärkung. Sie werden fallen am Leben. Sie sind überall. Geht mir auf den Weg. Helft mir, ihr